begrüße Sie alle recht herzlich. Bevor ich zum Eingemachten komme und zu dem, was mir auf dem Herzen liegt für die Reise raus, möchte ich zunächst mal ganz, ganz herzlich den Ehrenpräsidenten des DRV, Klaus Lepple, und seine Ehefrau herzlich begrüßen und mich bedanken, dass sie den Weg hierhin gefunden haben. Vielen Dank. Ferner möchte ich begrüßen, stellvertretend für alle. Das liegt daran, dass er halt der größte, na, er ist nicht der größte, sondern er leitet den größten Touristikkonzern der Welt, den Herrn Ebel, Sebastian Ebel von der TUI AG, recht, recht herzlich begrüßen und mich wirklich bedanken. Stellvertretend nenne ich ihn jetzt für alle, außer für einen. Und das wird mir Herr Ebel jetzt verzeihen, und das ist der Ralf Teckentrup, den Chef, CEO der Condor, den ich schon jahrelang kenne, schätze, ein ganz toller Mensch, die anderen natürlich auch, jetzt nicht falsch verstehen. Wir sehen heute, dass wir auf 19er Niveau sind. Ich würde vermuten, dass trotz aller, das ist vielleicht ein bisschen überraschend sogar, trotz aller konjunktureller Wolken der Markt weiter wachsen wird. Und ich glaube, der Wunsch zu reisen ist genauso ausgeprägt, wie er vorher war. Und das ist auch gut so. Was die Politik da macht, das nennt sie ja Verbraucherschutz. Das ist ja moderne Wegelagerei oder... Schreiben Sie auch konkret, was Sie damit meinen, was die Politik da macht. Was macht denn die Politik? Da gibt es ja gerade in Deutschland eine FDP, die sagt, wir sind gegen jede Steuererhöhung. Also überlegt sich die Politik sehr gezielt, was kann ich denn machen, damit ich meine Wähler besteche, mich zu wählen. Also muss ich denen irgendwelche Leistungen zufügen. Wenn ich die Steuern nicht erhöhen kann, dann mache ich das einfach über den Verbraucherschutz. Gestatten Sie mir eine persönliche Anmerkung. Wir sagen ganz oft in der Politik, bei uns in den Medien, im Sport, ich habe mich eben noch mit einigen darüber unterhalten, wir brauchen in unserer Gesellschaft Typen. Wir brauchen Frauen, Männer mit Ecken und Kanten. Ja? Und wir haben mit Maria genau eben so einen Typen, ja, und das meine ich jetzt mal so ganz genderneutral. Und diese Typen muss man dann eben auch ein Stück weit so nehmen, wie sie sind, mit allen Vor- und auch eben mit allen Nachteilen. Aber sie tun uns allen, glaube ich, unglaublich gut. Das ist das, was wir brauchen in so vielen Lebensbereichen. Und deswegen, lass es mich einfach so sagen, und das ist meine persönliche Anmerkung. Ich finde dich gut, so wie du bist. Ich mag dieses Gepoppe. Und am Ende, glaube ich, haben wir hier auch an diesem heutigen Tag einiges erreicht. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Und jetzt ist auch wirklich Feierabend. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut und guten Appetit.